Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Show von Fußballmanager 2013 CRC-Karriere mit Roter Stern Rostock. Und die Hälfte der Landesliga-Saison ist zu Ende, also sind wir schon bei der Hälfte von der dritten Saison. Und wir hatten hier Glück, Alt-Bartelsdorf und Brinkmannsdorf haben es beide die ganze Saison über nicht geschafft, ein komplettes Team aufzustellen. Obwohl die hier genug Spieler noch im Kader hatten, aber irgendwie haben die nicht alle aufgestellt. Und deswegen haben die ganze Zeit immer verloren und waren auch hier wieder nur mit 9 gegen 11 Spieler da. Und ja, wir haben 2-0 gewonnen das letzte Spiel, enttäuschend, nachdem wir das Hinspiel 5-0 gewonnen haben und auch eigentlich von der Stärke hier weit auseinander sind. Trotzdem kann man damit in Ordnung gehen, also zufrieden sein, meinte ich. Vogelis und Horstmann mit den Toren. Noten waren auch okay. Erster Platz mit 14 Siegen, 2 Unentschieden und einer Niederlage. Das heißt, man kann uns kaum bezwingen, aber auch Grün-Weiß-Dirko ist kaum zu bezwingen und Bentwisch ist auch noch nah an uns dran. Also wir dürfen uns noch nicht ausruhen. Der nächste Gegner wäre Brodersdorf und Grün-Weiß-Dirko. Waren das sogar, glaube ich, die einzigen, die uns... Ne, die hatten Unentschieden. Ich dachte, das waren die einzigen, die uns bis jetzt besiegt haben. Stimmt aber nicht. Also es sieht wieder positiv für uns aus. Und das, was ich eben gesagt hatte mit dem Hinspiel, war Bullshit. Denn wir sind ja nur beim Hinspiel gewesen bis jetzt. Obwohl, nee, bei denen waren wir jetzt das Rückspiel auch. Also wir haben auch noch das Rückspiel gegen Brinkmannsdorf, glaube ich. Nee, auch nicht. Da haben wir 5-0 gewonnen jetzt. Also, ja, wir haben die zwei leichtesten Gegner schon mal weg. Sieht man auch an den Punkten. 1 Punkt und 2 Punkte. Eben wegen der Stärke und den 9 Spielern auf dem Feld nur. Und in der Kreisliga hat unsere zweite Mannschaft verloren. Die sind ja mittelmäßig stark, also die sind weit weg von oben und weit weg von unten, also nichts Besonderes. Hier Bezirksliga für alle, die es interessiert. Dann gehe ich wieder Bayernliga und sowas durch. Oberliga. Halt für die, die sich für die Oberligen interessieren. Da gibt's ja auch immer einige. Niederrhein. Ich hätte es andersrum machen müssen, von oben nach unten. Das wäre viel einfacher gewesen. Regionalliga Bayern wird angeführt von Unterhaching. Das heißt, die könnten nächstes Jahr wieder in der dritten Liga spielen. Südwest wird angeführt von Mainz 2 und Freiburg 2. Da hoffe ich, dass Mannheim und die Kickers noch nach oben kommen. Ausgerechnet die sympathischen zweiten Mannschaften kämpfen hier gegen den Abstieg. West wird angeführt von Dortmund 2 vor Essen. Düsseldorf 2 und Bochum 2 müssen wahrscheinlich runter, das ist schön. Nordost wird angeführt von BRK. Chemnitz war letzte Saison abgestiegen. Entweder einer von den beiden oder Neustrelitz oder Leipzig muss hoch. Jena darf auf jeden Fall nicht hoch. Leipzig kann auch hoch, Zwickau kann auch hoch, Magdeburg kann auch hoch. Böllendorf das erste Mal, dass die nicht durchmarschieren hier. Die haben ja bis jetzt immer grandios vorgelegt. Beide Male als Erste aufgestiegen, jetzt im Mittelfeld der Tabelle. Union 2 und Dresden 2, leider kämpfen sie gegen den Abstieg. Nord wird angeführt von Bremen 2, dahinter Oldenburg und Wolfsburg 2. Unten steigt Hansa 2 vielleicht ab, das ist auch nicht so gut. Dritte Liga ist der RB Leipzig, die aufgestiegen waren, auch wieder auf Platz 1, das ist nicht so gut. Holstein Kiel kämpft leider gegen den Abstieg, das ist auch nicht so gut, Saarbrücken leider auch. Bayern 2 und Hannover 2 und Hoffenheim 2 können dafür lieber runter. Dann die zweite Bundesliga mit Hansa Rostock auf 6. Immerhin kämpfen sie um die oberen Plätze, das ist jetzt auch nicht von Hansa erwartet. Solange sie nicht absteigen, ist für mich alles okay. Unten Heidenheim, Karlsruhe könnte mit Aachen tauschen, Frankfurt auch, Union müsste vielleicht noch hoch. Und die Bundesliga wird angeführt natürlich von Bayern München, Dortmund leider nur 6. Unten gegen den Abstieg kämpfen Ingolstadt und Hertha und 1860. Das ist natürlich ein bisschen blöd für die, die letzte Saison noch in der Europa League gespielt haben. Die restlichen Tabellen gehen wir gleich durch, nachdem wir die Spieler durchgegangen sind. Dann aber erstmal die Spieltagsstatistik. Horstmann ist mal wieder drin und nicht zum ersten Mal. Das ist absolut der Blödsinn.
Der war auf jeden Fall schon öfter irgendwie. Hä, die waren alle mehr als das nominiert. Egal, ich bin ja auf jeden Fall der Meinung, es müsste öfter gewesen sein. Teamleistung mal wieder 2,77, insgesamt 2,82 und damit mit Abstand vorne. Und die einzigen, die besser als 3,0 sind, Vogles, Horstmann, Werkmann, die Gent, die treffen alle gerne, Rau trifft auch. Und der wird eigentlich eher als Joker nur gebraucht. 5 Tore in 9 Einsätzen, wo er meist oder eigentlich fast nur als Joker eingesetzt wird. Ist schon Bombe, den setze ich ein, um den hochzukriegen, weil der so ein Megatalent hat. Der hat erst 13 Einsätze in der zweiten Mannschaft gehabt und da 6 Tore geschossen. Jetzt hat er 15 Einsätze bei uns und 7 Tore. Mal gucken, was aus dem noch wird. Und da gucken wir auch gleich mal nur Bundesliga, da will ich nämlich wissen, wer da Erster ist. Philipp Hoffmann? Wer ist was? Auf sowas wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Dann der Joselu, Beckhardt, Peckhardt, Cavani, Schalai, Kiesling und Co. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall zu den Spielern. Meistertitel geht nach München. Unsere zweite verliert nochmal mit 3:2 gegen den TSV. Und dann, wie immer, gehen wir hier die Spieler durch. Dristakis hat normalerweise eine 45. Durch die Moral plus 1, durch die Form minus 1 bleibt bei 45, 17 Jahre, 37 Spiele für uns nach den 20 in der Rückrunde. Letztes Jahr hat er jetzt 17 Einsätze, hat sich dabei von 44 auf 45 bis jetzt nur um einen Punkt verbessert. Dann kommen wir zu Sascha Ginter, ebenfalls 17, kam ja von Freiburg, hat 8 Einsätze bekommen. Wartet mal kurz, sind wir im Jahr 2014? Ja, tatsächlich. Das heißt, der kam jetzt erst vor gar nicht allzu langer Zeit. Entschuldigung, wenn ich hier nicht so ganz drinne bin. Das hat ja jetzt ein bisschen gedauert seit dem letzten Mal. Und ich bin immer noch beim FMR drin in der 17. Karrieremodus-Karriere. Auf jeden Fall in den 2 Monaten, in denen er für uns gespielt hat. 8 Spiele hat sich in dieser Saison schon von 49 auf 53 verbessert. Auf jeden Fall ein krasser Spieler. Und dadurch bin ich auch nur noch zweiter Mann. Dadurch, dass ich verletzt bin, ja erst recht. Und Shazai verbessert sich auch weiter diese Saison, bis jetzt aber nur um einen Punkt bis jetzt. Nach 46 Einsätzen in den letzten Jahren jetzt noch 6 Einsätze dazugekommen. Und noch zu den vorherigen 2 Einsätzen noch ein dritter. Wird aber ab der Winterpause erstmal an den TSG Rostock verliehen, weil er bei uns nicht so viel spielt. Timo Presse, der 19-Jährige, der bald 20 wird im Spiel, auch seit jeher richtig oft am Spielen. 66 Einsätze jetzt schon. In dieser Saison 16 Einsätze. Ist schon um 3 Punkte hochgegangen diese Saison. Marcel Bräunig ebenfalls 18. Nächste Saison wird er dann 19 sein. Hat in dieser Saison alle 17 Spiele gespielt. Insgesamt jetzt schon 36 nach den 19 in der Rückrunde der letzten Saison. Hat sich von 46 auf 49 verbessert oder was ist das? Irgendwie so auf jeden Fall. Dann Markus Sekur, 18 Jahre jung, auf jeden Fall super Spieler, 16 Einsätze seitdem er gekommen ist, also fast die gesamte Rückrunde gespielt. Guter defensiver Mittelfeldspieler auf jeden Fall. Schneider, ebenfalls 18 Jahre jung, kam ja letztes Jahr, hat es inzwischen nach der Rückrunde letztes Jahr und der Hinrunde jetzt auf 28 Einsätze geschafft. Nachdem er im letzten Jahr 12 Einsätze hat und ein Tor geschossen hat, hat er jetzt 16 Einsätze und 3 Tore. Leon Ruwe wird auch immer öfter eingesetzt, schon 20 Jahre alt, wird im Mai auch schon 21, also der wird schon recht alt. 15 Einsätze, 2 Tore diese Saison. Insgesamt ist er schon bei 64 Einsätzen und 7 Toren. Auf jeden Fall auch ein super Spieler, von 40 auf 44 hoch. Die Genti, auch ein super Spieler, haben wir ja von Union geholt gehabt. 19 Jahre jung, wird bald 20. Super Verpflichtung auf jeden Fall, kam er ja auch im Winter in die erste Mannschaft. Letzte Saison 17 Einsätze und 6 Tore, jetzt 15 Einsätze und 6 Tore. Auf jeden Fall ein sicherer Rückhalt. 51 auf 53 hoch, mit Moral und Form jeweils plus 1 auf 55 derzeit. Sebastian Rau, hatte ich ja bereits gesagt, 17 Jahre,
von 31 auf 36 hoch diese Saison, entwickelt sich einfach prächtig durch sein Talent. Konstantin Voglis, 20 Jahre schon, wird bald 21. 74 Einsätze, 56 Tore, spricht für sich. Auch in dieser Saison 17 Einsätze und 10 Tore. Das ist eine Quote von fast 6 Toren in 10 Spielen und das ist schon Bombe. Vorlagen hat er nur 0,18 pro Spiel. Das dürften also... Ach nee, keine Ahnung, jetzt habe ich keinen Bock zu rechnen. Rashad Amin, der 17-Jährige, wird auch in ein paar Monaten 18. Kam ja auch zum Winter, also kam ja schon im September, aber die durften ja alle erst im Winter dann spielen. 33 Einsätze inzwischen schon, plus 2 Stärkepunkte, super Entwicklung auf jeden Fall. Daniel Chaka, genau dasselbe wie bei den anderen diese Saison, aber erst ein Einsatz, kommt hinter Bräunig nicht so wirklich in Fahrt. 46 Stärke hat er eigentlich durch sein Selbstvertrauen derzeit aber minus 3. Kevin Löse bekommt kaum noch Einsätze bei uns, 20 Jahre ist er schon alt. Ein Einsatz hat er diese Saison, insgesamt 50 Einsätze von seinem Verein und 4 Tore. Aber durch die Neuzugänge spielt er kaum noch, hat sich auch um einen Punkt verschlechtert. Moritz Broich, letzte Saison verliehen an die TSG Rostock, war da recht erfolgreich in der Rückrunde, 13 Einsätze, 7 Tore. Dann dachte ich, er wird bei uns auch eine Chance kriegen, hat er dann aber nicht. Ist auch erst 19 Jahre, wir gucken mal, wie er sich bei Hadamar entwickeln wird. Dann Andreas Heraf, natürlich immer ein wichtiger Spieler, ich habe nochmal kurz was geguckt, Entschuldigung. 22 Jahre schon, wird bald 23, also gehört auch schon zu den älteren Spielern. 71 Einsätze, insgesamt 10 Tore. Diese Saison 12 Einsätze und ein Tor. Diese Saison eine Entwicklung von 48 auf 50 bis jetzt. Matthias Matze Werkmann, auch schon 20 Jahre, wird am Ende der Saison 21, 66 Einsätze, schon 43 Tore. Wie Voglis, eine super Quote, trifft bei jedem zweiten Spiel 14 Einsätze, 2 Tore. 7 Tore, also diese Saison, jedes zweite Spiel ein Tor. Diese Saison von 44 auf 48 hoch, also weiter eine super Entwicklung. Patrick Horstmann darf man natürlich auch nicht vergessen, 24, bald 25, also kommt er immer näher zu dem Alter, wo wir Spieler aussortieren und da er keine wirkliche Vereinslegende ist, wird er dann auch aussortiert. Aber noch will ich wirklich auf das Alter 27 warten, bis ich ihn verkaufe, denn nicht wegen der Stärke, sondern wegen dem Marktwert. Der ist nämlich mit 8000 noch zu gering, da warte ich lieber noch und verkaufe ihn mit 27 dann. Hat es bis jetzt auf 45 Einsätze bei uns geschafft, 31 Tore, im Vergleich zu seiner Zeit beim SSV Rostock, wo er in 30 Spielen 35 Tore geschossen hat. Das ist nichts, aber trotzdem immer noch eine geniale Quote. 15 Einsätze, 9 Tore, das ist 3 Tore in 5 Spielen. Ist also auch nicht schlecht, 6 in 10. Geht also in Ordnung auf jeden Fall. Dann Erol Zenulahu und keine Ahnung. Wir haben ihn geholt mit einer Stärke von 52. Ich habe ihn ausgeliehen und er sollte sich eigentlich super entwickeln, damit er bei Union wieder zum Zug kommt. Hat sich aber verschlechtert um 2 Punkte, obwohl er keine schlechten Noten gekriegt hat, eigentlich im Normalfall. Und immer gespielt hat, 16 Einsätze. Egal ob du als Joker oder sonst wie, er hat die Einsätze gehabt, sodass er sich Noten holen konnte und hat sich trotzdem um 2 Punkte verschlechtert. Das ist natürlich bitter, deswegen will ich ihm nicht nochmal antun, nochmal irgendwie ihn zu holen. Ich hoffe einfach, er wird sich so bei Union oder sonst wo positiv entwickeln. Das ist natürlich schade, so einen sympathischen Spieler, der sich nicht entwickelt. Flexel, Klex Gaming, ich selber natürlich als Spielertrainer, bin schon 21, 56 Einsätze, 5 Tore, insgesamt in dieser Saison nur 9 Einsätze, da ich eher nur noch die Nummer 2 im Team bin, habe ich ja gesagt, meine Entwicklung war 47 auf 49 in dieser Saison. Jan Siebald kommt in dieser Saison nur zu 3 Einsätzen, ist schon 25 geworden, kommt auch immer näher an das Alter, wo wir ihn verkaufen. In 55 Spielen 10 Tore. Den werde ich, glaube ich, sogar nicht mehr verkaufen. Den werde ich in die zweite Mannschaft dann packen. Wird auf jeden Fall ab Winter auch verliehen.
aber weil er halt von Anfang an dabei war, will ich ihn schon, wenn schon, denn schon in der zweiten Mannschaft denn wenigstens weiter im Team haben, damit wir so eine richtige Vereinslegende dann irgendwann daraus kriegen. Und dann sind wir wieder am Anfang bei Tristakis. Dann können wir mal in der zweiten Mannschaft gucken, war da noch irgendwer Interessantes. Wir haben Bohne und Salomon in der Jugend gehabt, V auch. Da hoffen wir, dass sie sich in der zweiten Mannschaft gut verbessern. Butcher soll, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geplant hatte. Ich muss, wie gesagt, erstmal wieder reinkommen. In die erste Mannschaft dann kommen jetzt bald. Pelikanos ist auch wieder fit. Das ist auch gut, den haben wir von Freiburg aus die Jugend geholt. Hat inzwischen in 6 Einsätzen schon 4 Tore für unsere zweite Mannschaft geholt. Entschuldigung. Ansonsten Kane, der auch so ein bisschen stagniert hier. Mal sehen, was aus dem noch wird. Und dann gehen wir in die Jugendmannschaft. Dort sehen wir Marcel Bertram, der schon für die nächste Saison eingeplant ist. Grant Maloney und Antti Soimakallio. Mal gucken, wann ich die hochmache, was daraus noch genau wird. Und dann hier Bombenspieler in der B-Jugend. Erich Kampel gilt als neuer Fabian Müller, weil wir den von Aue geholt haben. Jetzt schon 53er Stärke, 8 Talent. Den werden wir hochholen und dann wird er rasieren. Super Spieler auf jeden Fall, den werden wir bald hochholen. Rechtes Mittelfeld, da müssen wir dann mal sehen, was wir aus Heraf machen. Ich denke mal, da müssen wir den auch verleihen und dann werden Ruwe... Ja genau, dann holen wir Kampel hoch, der kann ja linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld spielen. Und dann wird Kampel auf jeden Fall Stamm spielen und Schneider und Ruwe müssen sich um den anderen Platz kämpfen und der andere ist auf der Bank immer. Und wird dann immer mal eingewechselt. So kann ich mir das auf jeden Fall jetzt vorstellen. Dann wird Hera wahrscheinlich auch noch verliehen. Und zur Hälfte der Saison sind wir mit Roter Stern Rostock auf Platz 16 der besten Jugendarbeiten national. Sind damit der beste Nicht-Erst- oder Zweitligist. Und sogar der zweitbeste Nicht-Bundesligist. Das heißt, nur Kaiserslautern ist besser, was nicht Bundesligisten angeht. In der ersten Saison 9 hochgeholt, in der zweiten 9 hochgeholt, in der dritten schon 6 und da kommen ja noch welche hoch. Und in der National sind wir auf 42 von über 400 Teams und können schon fast mit Teams wie Malaga und Gladbach gleichziehen. Das ist nicht mehr viel. Und dann gehen wir hier in Deutschland, hatten wir schon. Da wollen wir aber den DFB-Pokal wissen. Hansa ist immer noch drin, das gefällt mir schon mal. Gegen Leverkusen werden sie aber wahrscheinlich rausfliegen. Für alle, die es interessiert, gehe ich jetzt mal langsam durch. Ich werde nicht alles kommentieren, sondern nur, wenn mir irgendwas Interessantes auffällt. 1860-3-1 gegen BHK. Ihr könnt da stoppen, wenn ihr irgendwas sehen wollt, was euch interessiert. Hansa setzt sich gegen Jahn Regensburg durch. Gefällt mir. Union hat ja gegen uns 4-2 gewonnen. In der ersten Runde. Wir hatten da natürlich keine Chance. Zweite Runde sehen wir dann hier. Gehe ich auch wieder langsam durch. Wieder müsst ihr stoppen, wenn es euch interessiert. Da bin ich mal gespannt. Hansa setzt sich 2-1 gegen Stuttgart durch. Alter Schwede. Union verliert leider 1-0 gegen Cottbus. Schade. Illertissen hat es auch bis dahin geschafft. Illertissen kämpft in der Regionalliga Bayern gegen den Abstieg und schafft es in die zweite Runde des DFB-Pokals. Und hier kämpfen dann in der dritten Runde Braunschweig, Dortmund, Heidenheim, Bayern, Pauli, Hannover, Mainz, Düsseldorf, Fürth, Wolfsburg, Leverkusen, Hansa, Gladbach, Freiburg, Aalen und Cottbus um den Einzug in die nächste Runde. Und dann gucken wir nochmal in die anderen Ligen rein. Ich gucke jetzt auch nicht in den englischen FA Cup und so weiter rein, sondern nur in die Ligen. Dafür City eindeutig an Spurs, Arsenal, United, Chelsea dahinter. Liverpool stand jetzt nur 9. Absteigen würden stand jetzt West Ham, Blackburn und Reading, wie auch immer die ausgesprochen werden. Wigan Athletic und Leicester City auf dem Aufstiegsplatz. Hull City, Portsmouth und Doncaster steigen wahrscheinlich ab.
Finnland wird angeführt von Turku, dahinter Helsinki. Kuopio steigt wahrscheinlich ab. Niederlande wird angeführt von Twente und Feyenoord. Ajax nur siebter. Da muss auch noch mehr kommen. Willem II und Zwolle auf 18 und 17 den Abstiegsplätzen. Celtic führt die schottische erste Liga nicht an, sondern ist nur zweiter, knapp hinter Heart of Midlothian. Schweiz wird angeführt von Basel und den Young Boys aus Bern. Zürich, die dann echt aus der Schweizer zweiten Liga in die erste aufgestiegen sind. Hier vierter. Eschenmaure nach dem Aufstieg wohl wieder abgestiegen, so wie es aussieht. Spanien mit Barça, Real Sociedad auf 2. Real nur auf 5. Atletico nur 8. Wo ist Deportivo? Ist Deportivo in der zweiten Liga? Oh nein, Deportivo La Coruña ist zweite Liga. Und in Österreich führt Austria Wien die Liga an, dahinter Red Bull Salzburg, Wien, also Rapid Wien nur fünfte, Wiener Neustadt nach dem Aufstieg geht es wohl wieder runter. Wir können dann mal hier gucken, wie unsere Statistik ist. 102 Einsätze hatten wir mit Roter Stern Rostock, 75, also fast 75% fast gewonnen, 14 Unentschieden und 13 Niederlagen. Das ist schon Bombe. Das ist schon ziemlich krass. Status bei den Medien haben wir Thema des Tages und Ruf haben wir Siegertyp. Das ist natürlich super. Wir sprechen Englisch, Finnisch und Holländisch. Auch nicht schlecht. Gehalt haben wir 13.400. Kanada war ich ja nach der Pleite zurückgetreten, nachdem wir in der WM nach nur einem Sieg und zwei Niederlagen bei 2:8 Toren ausgeschieden waren. Somit war ich nicht einmal 2 Monate Nationaltrainer. Und ich hoffe, es hat euch soweit alles gefallen. Wenn euch beim nächsten Mal noch was interessiert, was ihr auch noch gerne drinne sehen würdet, wenn wir denn uns am Ende der Saison wiedersehen, würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch wunderschöne Tage. Bis zum nächsten Mal, euch noch wunderschöne Tage. Ciao.